In diesem Video zeige ich euch, wie man den Widerstandsabgleich, auch Erdabgleich genannt, bei der Titan XQ mit der Expert-Steuerung durchführt. Die Expert-Steuerung kann nicht nur im Drahtvorschubgerät, sondern auch in der Stromquelle verbaut sein. Das ist besonders gut, wenn das Drahtvorschubgerät zum Beispiel an einem Kran oder an einem Galgen hängt. Der RL-Abgleich dient dazu, um den Widerstand in den Leitungen wie den Schweißbrenner mit Schlauchpaket oder dem Massekabel zu messen. Jedes Mal, wenn eine neue Komponente verbaut wurde, dann sollte der RL-Widerstand neu eingemessen werden. Der RL-Abgleich dient immer dazu, um ein perfektes Schweißergebnis zu erreichen. Um mit dem RL-Abgleich zu beginnen, müssen wir als allererstes die Gasdüse abschrauben und das Drahtende kürzen. Durch Drücken der Systemtaste gelangen wir in das Menü und wählen den Abgleich Leistungswiderstand an. Der Draht muss so weit zurückgezogen werden, dass er nicht mehr mit der Stromdüse in Verbindung steht. Das ist ganz einfach möglich, wenn man die Taste B betätigt. Dadurch wird der Draht automatisch von dem Drahtvorschub zurückgezogen. Durch Drücken der Taste D sagen wir dem Schweißgerät, dass wir mit dem RL-Abgleich beginnen möchten. Als nächstes setzen wir die Stromdüse auf das mit der Werkstückleitung verbundene Werkstück auf und betätigen die Taste. Danach signalisiert das Schweißgerät mit dem Haken, dass der RL-Abgleich erfolgreich ausgeführt wurde. Durch Klicken der A-Taste gelangen wir zurück in das Menü. Dann wird sofort angezeigt, dass ein Neustart erforderlich ist, um den eingemessenen Wert abzuspeichern. Während das Schweißgerät neu startet, kann die Gasdüse wieder auf den Brenner draufgedreht werden und danach ist das Schweißgerät wieder schweißbereit.